Ja, herzlich willkommen hier wieder zu deiner Short Message. Wir schauen also wieder in die nächsten Tage rein, was für dich wichtig ist, was auf dich zukommt und wie sich vielleicht manches entwickelt. Alles ist immer allgemeines Kollektiv, das wisst ihr. Und wenn ihr gerne eine private Legung bei mir buchen möchtet, dann schreibt mich gerne an. Ihr findet alles hier unten in der Infobox, wenn ihr diesen kleinen Pfeil öffnet. Okay, dann schauen wir mal rein. In die erste Botschaft, hier haben wir das, bist du es wirklich? Ja, es handelt sich um die eine Person, auf die du ewig gewartet hast. Deine Seelenliebe tritt auf die Bühne deines Lebens. So, es kann jetzt für viele, hier gerade auch für die Singles, ne, wenn ihr schon länger alleine seid, dann tritt hier eine Person in euer Leben oder vielleicht ist diese Person ja auch schon da. Ja, also einfach mal hier gucken, vielleicht habt ihr schon mal jemanden jetzt Neues kennengelernt. Es kann sich natürlich auch um euren Herzensmenschen handeln. Wir schauen da gleich in die Klärungskarten, war auch wieder mal sehr interessant. Aber auf jeden Fall kommt hier jemand rein, der für dich gerade bestimmt ist, den du vielleicht auch gerade brauchst, um weiterzugehen, um dich zu entwickeln, zu wachsen. Könnte aber auch die Liebe des Lebens sein. Ja? So, jetzt schauen wir mal weiter, was die Klärungskarten hier dazu sagen. Und zwar haben wir hier einmal den Turm bekommen und einmal den Ring. So, jetzt haben wir hier zum einen natürlich, dass hier, vielleicht hast du gerade eine Verbindung beendet, ja, weil hier haben wir Turm und Ring. Dass also jetzt eine neue Person, wie gesagt, reinkommt oder hier kommt einfach jemand aus der Distanz in der Wiederholung wieder zurück. Das heißt also, wie gesagt, jetzt münzt es auf dein Thema um. Na, für viele wird es hier tatsächlich um den Herzensmenschen gehen, aber auch die, die jetzt hier niemanden haben oder vielleicht eben gerade eine Trennung hinter sich haben, dann kommt hier jemand Neues sozusagen rein. Und für alle anderen ist es einfach, dass jemand hier ja, aus der Distanz oder aus einem Rückzug wiederkehrt sozusagen. So. Dann haben wir natürlich weiter geklärt, beziehungsweise ich, weil das hat mich ja schon interessiert. So, dann haben wir hier nämlich nochmal die Mäuschen bekommen. Das heißt also hier, die Mäusel fressen ja das Türmchen weg. Ne? Das heißt also, irgendeine Distanz, eine Trennung, ein Abschied wird wieder aufgehoben. Oder du hattest jetzt Kummer und Sorgen eben wegen einer Trennung. Das kann auch hier sein. Ne? Und wir haben hier die Eulen. Das heißt, es kommt also wiederholend zu einem Kontakt. Oder eben neue Kontakte, ja, im Bezug zwischenmenschlicher Beziehungen. Das heißt also, wie gesagt, ein neuer Mensch, der jetzt reinkommt, mit dem du kommunizierst, mit dem du dich austauscht. Vielleicht, wie gesagt, hast du was beendet oder bist schon eine längere Zeit Single, das kann sein. Und das hat dir vielleicht auch ein bisschen Sorgen und Kummer gemacht. Aber hier kommt Kommunikation rein. Das könnte hier über den Social-Media-Bereich sein, also im Endeffekt wieder alles Mögliche, ne? Da wo du halt vielleicht auch aktuell gerade angemeldet bist, vielleicht auf einer Flirtbörse oder Facebook oder WhatsApp, irgendwas anderes. Man gibt deine Nummer weiter, man kommuniziert. Es gibt ja vielerlei Möglichkeiten und Wege, wie man sich austauschen kann. Und für alle anderen, wie gesagt, ja, kommt es hier erneut oder wiederholend zu einem Austausch. Dann haben wir hier die Blumen drauf. Das heißt, hier kommt also wieder Freude und Leichtigkeit rein und wir haben hier die Schlange. Zwar hier vielleicht über Umwege, ne? Also ich nehme das hier über Umwege war ein bisschen zeitverzögernd. Das heißt, es kommt rein, ist für mich so, dass es noch einen Moment dauert. Wir haben hier mit der Schlange 7 Stunden, 7 Tage, 7 Wochen. Aber wie gesagt, haltet euch da jetzt nicht an den Zeitangaben fest. Das ist jetzt nur von mir, was ungefähr die Schlange hier interpretiert. Diese Einladung kann auch über Umwege kommen. Das heißt, also für die Singles, wie gesagt, vielleicht auch über eine Möglichkeit, die du gerade gar nicht im Kopf hast, also oder von der du gar nicht ausgehen würdest, dass es so zustande kommen würde. Und für alle anderen ist es dasselbe. Das heißt, letztendlich über einen unkonventionellen Weg. Ja, also wir haben hier einmal die Zeitverzögerung drin und wir haben hier einmal mit der Schlange einfach eine Möglichkeit oder irgendetwas, was hier vielleicht gar nicht in deinem Kopf ist. Da wir hier 2 weibliche Karten haben, ja, kann es natürlich sein, dass man jetzt über Freunde, Freundinnen
Freundeskreis hier jemanden kennenlernt, ne? Dass man, wenn man, man geht jetzt zum Beispiel hier irgendwo auf eine Feierlichkeit, die Blumen sind ja auch immer Feierlichkeiten, oder eine Party, oder du erhältst irgendwo eine Einladung, ne? Und blubbelibub steht der da vor dir, ne? Zum Beispiel. Oder ihr seid getrennt gewesen, ne? Und ihr seid jetzt da irgendwo vielleicht im gemeinsamen Freundeskreis eingeladen. Und dann trifft man sich da, wo man vielleicht gar nicht angenommen hätte, dass diese Person da auch da ist, ja. Oder es kann sein, dass du Freunde hast und bist jetzt irgendwo eingeladen und gehst nicht davon aus, dass diese Person da ist oder dass die überhaupt irgendwo da eingeladen werden hätte können, ne? Aber man weiß ja immer, das Schicksal führt ja dann auf komischen Wegen immer zusammen, wenn es so sein soll. Und dann kann diese Person plötzlich auch da sein. Oder du bist auf einer Veranstaltung, was weiß ich, du hörst dir hier eine gewisse Band an und du weißt aber genau, das ist gar nicht sein Musikgeschmack oder sowas und plötzlich steht er auch da. Ne? Also hier haben wir mehrere Varianten und wir haben hier auch den Ritter der Münzen. Das heißt, es ist aber auch eine Person, die dir vielleicht schon vertraut ist. Also wenn du dem Menschen jetzt hier das erste Mal begegnest, dass du so ein Gefühl hast, als würde ich den schon ewig kennen, ja, der dir auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlt, eine Ruhe auch, ne, so eine Beständigkeit, also so beharrlich, also Münzenenergie sind immer die Sicherheit oder dieses Beständige, ne, also etwas Solides auch, ja. Also für die, die jetzt eben jemand Neues kennengelernt haben oder es kommt jetzt jemand Neues, dann ist es hier wirklich so, dass dieser Mann dir schon etwas bieten kann. Also und zwar genau das, was du eigentlich schon immer erwartet hast oder das, was du dir eigentlich gewünscht hast, sagen wir es mal so. So. Und für die, die jetzt auf ihren Herzensmenschen gucken, kommt also jemand rein, der dir aber auch jetzt diese Sicherheit bieten kann. Ja, da hat es vielleicht hier ein bisschen länger gedauert, bis sich diese Person entwickelt, hatte vielleicht die ein oder anderen Umwege gehen müssen, aber es kommt jetzt hier auf alle Fälle wieder in die Kommunikation und der Ritter der Münzen stellt eigentlich genau den dar, den wir haben wollen. Es ist jetzt noch kein König, ja, es ist ein Ritter, aber zumindest jemand, der jetzt schon mal solide Vorschläge hat oder zumindest der dir oder der versucht, auch wieder das Vertrauen aufzubauen oder dir eben genau diese Sicherheit jetzt bieten möchte. Ja, also eigentlich der Knaller. So, schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier den gefallenen Engel. Dieser Mensch ist in deiner Gunst gefallen und du wirst ihn oder sie nie wieder so lieben wie einst. Okay, da haben wir jetzt auch noch eine Person. Das heißt, hier haben wir also jemanden, mit dem du anscheinend keinen Kontakt mehr hast, ja, oder jemand, der irgendwas angestellt hat, weil sie heißt, er ist in deiner Gunst gefallen. Das heißt, er ist irgendwo ins Ausgeschossen. Es kann natürlich jetzt auch diese Person sein, weil wir hier den Turm mit dem Ring haben, dass also hier jemand kommt oder wiederkehren kommt, ne, bei der deine Gunst verloren hat. Oder es handelt sich hier um eine völlig andere Person. So, jetzt schauen wir mal weiter. Wir haben hier einmal den Fuchs bekommen. Dann haben wir das Haus. Und wir haben dich selber, okay. Also hier der Fuchs und wir haben hier das Haus. Das ist der Herzkönig. Das repräsentiert also auch nochmal eine Person. Es kann hier ein Mann sein, den du vielleicht im Herzen trägst, ja, aktuell. Also wir schauen jetzt mal, ob es tatsächlich um den Herzensmensch geht, weil ich habe natürlich das abgeklärt. Wenn ihr natürlich wissen wollt, was ist hier und was ist das, und ist das die eine und dieselbe Person. Man sieht hier schon, ne, diese Zwiespältigkeit, dieses Misstrauen in bezüglich dieser Person. Man sieht auch, dass du dich von dem Ganzen abwendest oder abdrehst. Das heißt, da ist also viel falsch gelaufen. Irgendwo hat es Zweifel gegeben in Sachen Stabilität und Sicherheit. Und wir haben ja hier jetzt eine Person, die reinkommt, die aber dir genau diese Sicherheit und Stabilität aber gerne geben möchte. So, wir gucken weiter. Dann ist nämlich hier der Hund gefallen. Das heißt, es kann sich hier um jemanden aus dem Freundeskreis handeln. Ja, dass es hier tatsächlich um einen Freund oder Freundin geht. Dann wäre es aber eher eine männliche Person. Der Hund kann hier aber auch irgendwas Familiäres sein. Dass es hier vielleicht ja, Missverständnis oder Falschheiten gab in der Familie. Aber das Haus steht immer für den privaten Bereich auch. Es kann also hier ein Bruder, eine Schwester sein, ja, wo man irgendwo vielleicht, wie sage ich denn, da wo Zweifel und Missgunst aufgekommen ist oder vielleicht auch Neid oder irgendwas, wo hat hier nicht gepasst oder war hier nicht stimmig.
Und irgendwie bist du da ein bisschen abgekühlt. Also der Satz finde ich schon ein bisschen krass, wirst du nicht mehr so lieben wie sonst oder wie es du ihn mal geliebt hast oder sie. Na, man muss jetzt schauen. Aber es ist auf alle Fälle abgekühlt. Also irgendwas ist hier, vielleicht ist es auch Lug und Betrug, dass dich jemand angelogen hat, ne, im Freundeskreis und dass du sagst, so, dieser Mensch oder also er oder sie hat jetzt gerade hier eigentlich den Stellenwert bei mir verloren, den er vorher hatte oder sie hatte, ne? Weil man hier eben irgendwo dich angelogen hat oder vielleicht auch irgendwas Falsches erzählt hat oder irgend sonstiges, vielleicht auch hinter deinem Rücken hier geredet hat, ne? Irgendwas über dich erzählt hat, was gar nicht der Tatsache entsprochen hat. Dann haben wir natürlich mit dem Hund ja auch einen Seelengefährten. Das kann also mal irgendjemanden gewesen sein, den du mal im Herzen trugst oder vielleicht aktuell immer noch trägst, ja. Weil wir hier ja auch eine Trennung haben, die stattgefunden hat. Also für einige kann es sein, dass man sagt, ja, das war mal jemand, mit dem hätte ich mir mal was vorstellen können, beziehungsweise ich habe angenommen, das ist mein Seelengefährt oder mein Wunschpartner hier, ne? Also dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier die Routen. Das heißt, hier gab es also irgendwelche Streitigkeiten, Diskussionen. Man will aber auch wieder irgendetwas bereinigen, ja? Die Routen stehen für Ordnung und Struktur. Dann haben wir hier die Blümchen. Da kommt also wieder jemand mit einer Einladung auf dich zu. Also hier will auf alle Fälle jemand kommunizieren. Also es kann jetzt, wie gesagt, jemand aus dem Freundeskreis sein. Es kann jemand aus der Familie sein, aus deinem privaten Umfeld auf jeden Fall. Und es kann auch irgendwo ein Seelengefährte sein. Auf alle Fälle haben wir hier Einladungen, Gespräche und Nachrichten, die reinkommen. So. Mir hat das jetzt nicht gereicht in der Information, weil ich mir gedacht habe, naja, das kann jetzt wieder alles hier sein, weil das kann jetzt diese Person sein, ja, und es kann aber auch eine ganz andere Person sein. So, und deswegen habe ich nochmal drauf geklärt. Und dann haben wir hier das Kind bekommen. Das heißt, jemand will also irgendeinen Neuanfang mit dir haben. Und hier haben wir den Bären drauf bekommen. Und so, das ist also hier definitiv jemand aus der Vergangenheit. Hier haben wir aber mit dem Bären definitiv eine längere Vergangenheit. Das heißt, das ist also nicht jemand, und das unterscheidet sich jetzt, ja, das ist also nicht jemand, der sich oder von dem du dich hier vor ein paar Tagen, paar Wochen, ein paar Monaten getrennt hast, sondern hier reden wir mindestens von einem Jahr, sogar von mehreren Jahren. Also die Tendenz geht eher zu mehreren Jahren. Das ist also wirklich was sehr Altes taucht da wieder auf. Ja, und ich weiß jetzt, glaube ich nicht. Ich glaube, aktuell haben wir sogar rückläufigen Merkur. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Und da schwemmt halt wieder so einiges an. Ne? Und das heißt, hier kommt also wirklich jemand auf dich zu, mit dem ist mal irgendwas schiefgelaufen. Wie gesagt, entweder hat man hier Blödsinn über dich erzählt, ja, oder man hat dich angelogen, man hat dich betrogen. Ja? Also irgendwas ist definitiv falsch gelaufen. Man hat dadurch auch sein Vertrauen und seine Sicherheit verloren. Also man ist wurde vielleicht auch vom Vertrauen missbraucht. Das kann auch sein. Und diese Person, ja, die dockt jetzt wieder an. Und das kann hier auch über den freundschaftlichen Weg sein, ja, dass man also über die Kommunikation, vielleicht lädt man dich ein, oder das kann jetzt auch hier wieder mit dem Blümchen über eine Freundin sein. Schreibt man dich an oder zumindest versucht man dich zu erreichen. Ja, ich nehme es eher so wahr über eine Einladung. So, wir haben dasselbe auch hier, ne? Und kann natürlich jetzt wirklich sein, dass du hier auf einer Festivität tatsächlich bist oder vielleicht irgendwo eingeladen bist und diese zwei Personen beide gleichzeitig da sind. Das kann auch sein, ja. Oder du hast jetzt hier schon jemanden kennengelernt, ne, und plötzlich taucht hier wieder das Alte auf. Weil das sind so, es ist eigentlich immer so, ne? Plötzlich schließt man etwas ab, ne? Und man hat wirklich dann abgeschlossen und man geht in etwas Neues oder man lernt jemandes Neues kennen. Was taucht dann plötzlich auf? Das Alte. Und warum taucht es auf? Weil es mir egal geworden ist. Das heißt, ich habe es in dem Moment losgelassen. Ja, und wir wissen ja, alles, was wir loslassen, kann dann auch wieder kommen, ne? Oder geht dann schneller. Und das scheint mir hier so eine Situation zu sein. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Personen, ja. Das kann jetzt, wie gesagt, eine neue Person sein, kann auch der Herzensmensch sein. Und hier haben wir etwas definitiv sehr Altes liegend, ja. Also irgendwas, was schon sehr, sehr lange verschollen war, ne? So. Dann haben wir hier die zwei der Kelche. Das heißt, hier will also jemand auf dich zugehen. Man will sich wieder versöhnen. Also wie gesagt, ne, ihr schaut mal, wie es für euch stimmig ist. Familie, Freundeskreis,
alter Seelenhase, keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall möchte man hier irgendeinen Konflikt überwinden, der zwischen euch beiden hier geherrscht hat, ja. Also man möchte hier wieder miteinander irgendwo was aufbauen oder beziehungsweise man möchte zumindest miteinander wieder reden. Ja, also es ist hier eine Person, mit der du definitiv schon sehr, sehr lange, ich sage jetzt mal mindestens ein Jahr, keinen Kontakt mehr hattest. Kann auch eine Freundin sein. Ne? Also wie gesagt, ihr schaut mal. So, und dann haben wir hier den Tod. Das heißt, nö. Ne? Da wird man sich nicht mehr drauf einlassen. Das heißt, also hier ist Feierabend. Hier hat jemand irgendetwas gemacht, ja, wo es für mich so ausschaut, dass du dem Ganzen hier tatsächlich auch gar keine Chance mehr gibst. Also das ist so wirklich abgeschlossen. Ne? Und das könnte jetzt für die sein, die tatsächlich eine Trennung hinter sich haben und mit dieser Trennung vielleicht jetzt schon ein paar Jährchen oder zumindest ein Jahr beschäftigt waren. Ja, also so wirklich irgendjemand, den du jetzt wirklich auch tatsächlich losgelassen hast, abgeschlossen hast, der taucht hier wieder auf die Bildfläche. Da? Weil wir haben ja hier mit dem Tod auch, das war ein Abschied, man hat das losgelassen, gab ein Beziehungsende, ne? Und diese Person tritt jetzt wieder auf die Bildfläche. Also, wie gesagt, ich betone es extra, ja, es ist niemand, so kriege ich das auch nicht rein, es ist niemand, den du erst vor, oder von dem du dich erst vor kurzem getrennt hast, sondern hier haben wir es wirklich mit einer sehr alten Geschichte zu tun. Ja, hier kommt also wieder jemand, der vielleicht plötzlich hier verstanden hat, um was es geht, ne, und möchte jetzt wieder hier mit dir sich vertragen. Na, so ist das hier gemeint. So, wir gucken weiter. Dann haben wir hier den verlorenen Schlüssel. Ja, nichts tun, sich gehen lassen und einfach vergessen. Genau das Gegenteil wäre jetzt das Richtige. Schau hin, sieh wieder auf, steh wieder auf und sie, schau auch hin, ne? Und zeige es ihnen. Ja, also das spiegelt sich hier auf diesen gefallenen Engel. Das heißt, ja, das war schon etwas, wo man erstmal vielleicht auf dem Boden aufgeknallt ist, ne? Dass man sagt, ja, so, und dann ist es ja klar, Liebeskummer, Herzschmerz oder wenn eine Freundschaft zu Ende geht, sind ja immer nicht so einfache Sachen, die man eben gerade in die Tonne tritt und dann geht es wieder weiter, sondern man ist halt vielleicht mal ein bisschen zurückgezogen, traurig, man lässt sich halt auch mal gehen, mein Gott, ne? Und tut halt mal nichts, dass diese Phase ist ja wohl auch erlaubt, ne? Aber nicht die ganze Zeit. Das heißt, das ist also genau jetzt der richtige Zeitpunkt, ne? Auch wenn diese Frau, ne? Dieser Mann wieder reinkommt in dein Leben, dass man sagt so, nö, ne? Und das ist dieser Person zeigen, dass man sagt so, du hast mich hier angelogen, du hast mich betrogen, du hast dir hinter meinem Rücken irgendwas geschmiedet, was weiß ich, ne? Was da vorgefallen ist, du wirst es wissen. Hat dich vielleicht kurz runtergezogen, aber im Endeffekt steht man jetzt wieder auf und zeigt so, nee, ich muss das nicht mehr mit dir, ich brauche dich nicht mehr. Ne? Also dieses, wo man vielleicht vorher gemeint hätte, man bräuchte diese Person weiter in seinem Leben. Wie gesagt, kann ein Seelengefährte gewesen sein, der dich einfach jetzt einen Schritt weit weitergebracht hat und diese Sache eben abgeschlossen ist und jetzt taucht er wieder auf, so ungefähr, naja, da könnten wir ja nochmal, aber da wirst du sagen, nö, können wir nicht nochmal. Also der verlorene Schlüssel, das heißt, hier sucht ja jemand einen Schlüssel, um wieder dich zu erreichen, eine Tür bei dir wieder aufzusperren und hier, wie man schon sieht, nö, also den Schlüssel lässt du verloren. Ne? Wir haben hier den Park, das heißt, ja, dieses wieder rausgehen, auch hier mit den Eulen haben wir die Kommunikation drauf, das heißt, nö, man spricht wieder, man geht wieder raus, man macht wieder mehr Unternehmungen auch, ne? Das ist auch richtig so. Also wenn du dich hier jetzt eine Zeit lang verkrochen hast, dann ist es jetzt wichtig, wieder rauszugehen, Gespräche zu suchen, sich zu unterhalten, Kommunikation, ganz wichtig. Ne? Auch hier haben wir aber über die Öffentlichkeit wieder die Gespräche. Also man versucht schon, mit dir in Kontakt zu treten, auch diese neue Person. Ne? Hier haben wir beide mal wieder Eulen. Also Social Media, es kann auch diese Person über Social Media reinkommen, aber hier habe ich eher die Nachrichten, das heißt, also so Telegram, SMS, WhatsApp, also so den konventionellen Kontaktweg. Ne? Hier ist es eher der unkonventionelle. Also es kann sein, dass du dich vielleicht irgendwo auf einer Flirtbörse angemeldet hast, wo du sonst normalerweise nicht bist, ja, oder vielleicht irgendwo anders, wo du normalerweise dich nicht tummelst. Ja, hier sehen wir eher den konventionellen Weg. So, dann haben wir hier den Klee drauf bekommen.
und dich selbst. Ja, also in Kürze wird es hier wieder ein bisschen aktiver in deinem Leben sein. Es wird hier sehr viele Treffen geben, sehr viel Kommunikation, sehr viel Austausch auch. Ne? Also was ich hier sehe, hier haben wir auch wieder die Hoffnung, die reinkommt, also auch wieder das Glück, die zufriedene Zeiten. Ne? Der Klee ist zwar nur das kleine Glück, aber trotzdem ist es hoffnungsvoll zu sein, nicht aufzugeben, wieder rauszugehen, sich unter Leute zu mischen und zu sagen, ich bin hier offen für neue Chancen. Ja? Der Klee sind immer auch Chancen und Möglichkeiten, ja, die sich jetzt hier bieten oder einfach ein sehr guter Zeitpunkt auch jetzt, ja, das zu tun. Also hier haben wir mit dem Klee schon eine wunderbare Karte. Dann haben wir hier den Ring. Die Eulen, wieder die Eulen. Also schon mal in Wiederholung, sehr viel Kommunikation, die reinkommt. Und wir haben hier den Berg. Also du wirst hier auch wiederholend eine Kommunikation blockieren, wie man sieht. Das würde hier, und das passt jetzt auch, weil das sehr schön rüberspiegelt. Es hat also mit dieser Partei hier gar nichts zu tun. Sondern hier diese olle Kamelle, die hier wieder auftaucht, ne, in der Wiederholung, wirst du hier blockieren. Das kann auch sein, dass du vielleicht jemanden gar nicht blockiert hast. Jetzt kommt der aber wieder an und dann blockierst du es vielleicht für immer, weil du sagst so, ich will das aber gar nicht mehr in meinem Leben haben. Das kann sein. Ja, ist ja auch legitim. Ne? Oder du wirst es ihm mitteilen, dass du nicht mehr reden möchtest oder dass es hier einfach in dieser Verbindung keine Kommunikation mehr gibt oder dass man hier einfach nichts mehr zu reden hat oder du einfach auch keine Lust mehr hast, das Ganze zu tun. Also es kann jetzt wirklich sein, dass du eine Blockade reinsetzt oder eben, wie gesagt, einfach mitteilst, dass hier Schicht im Schacht ist. Und wir haben hier die drei der Münzen, ne? Und da sieht man schon, das ist auch wie so eine kleine Prüfung, die man besteht. Ja, das kann hier tatsächlich auch eine Prüfung sein, indem man dir hier wieder jemanden reinschickt und natürlich auch testet, okay, sind wir hier noch bedürftig, sind wir hier noch irgendwo im Mangel, steigst du auf diese Chance nochmal ein, die dir eigentlich im Endeffekt kein Glück gebracht hat oder ja, wo man dich eben hier ausgenutzt hat, belogen, betrogen hat, wie auch immer oder hintergangen hat, ne? Ob das jetzt hier, wie gesagt, ein Mann ist, eine Frau ist, egal. Und das scheint mir hier wie eine Prüfung zu sein. Das heißt, im Endeffekt stellt man dich vor die Herausforderung, ne? Gehst du jetzt nochmal oder schließt du förmlich ab? Und das heißt, hier haben wir mit den drei der Münzen aber eine bestandene Prüfung bereits. Das heißt, im Endeffekt, wenn du hier sagst, nö, bestanden. Ne? Das ist dann nicht Sätzen 6, sondern hier haben wir dann eins mit Stern. Weil du einfach hier auch siehst, dass du was verbessern möchtest, ja, und du im Endeffekt aus deiner Krise oder aus diesem ganzen Gedönsel komplett raus willst und nicht wieder rein willst, ja, weil ja schon dieser Abschluss da war, fängst du nicht nochmal von vorne an, ne? Und es ist auch so ein bisschen dieses bedächtige Handeln, also man überlegt sich oder man denkt danach und wie man hier schon sieht, ist dein Weg aber eher zu sagen, nö, ich muss das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ne? So. Und dann haben wir hier die schwebenden Kleider, auch eine sehr schöne Karte. Wirf deine alte Haut ab und erfinde dich komplett neu. Sei verrückt, sexy und souverän. Und das haben wir hier jetzt auf dieses Neue. Na, das heißt, man streift hier etwas Altes definitiv ab, um für etwas Neues bereit zu sein. Ja, und wieder auch mir Spaß im Leben zu haben und auch wieder reinzukriegen. Und da haben wir den Schlüssel, ne? Da haben wir den Schlüssel. Hier haben wir den verlorenen Schlüssel und da haben wir eben auf dieses neue Leben, dass man sagt, hey, komm, das alte kannst du jetzt wirklich abstreifen. Die Vergangenheit darf für ein für alle Mal ruhen, ja? Und weil wir haben ja hier den Tod, der über den Friedhof jagt, ne? Und im Endeffekt das, was man in den Sarg legt, das holt man nicht mehr heraus. Und hier haben wir den Schlüssel auf etwas Neues. Und da haben wir auch die Sonne, guck. Das heißt, auch wenn die Vergangenheit nochmal an die Türe klopft, ne? Das, was du jetzt hast, vielleicht, wie gesagt, hast du schon jemanden kennengelernt, ja? Oder du wirst jetzt hier definitiv jemanden kennenlernen, der dir aber genau das zu bieten hat, ja? Was du möchtest oder das, was du dir wünscht und nicht das Alte hier. Und das heißt, hier hätten wir den Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, eigentlich eine ganz klare Warnung von dem Kartenblatt, sich nicht mehr auf irgendetwas Altes oder Vergangenes einzulassen, sondern wirklich Altes abstreifen und etwa auf dieses Neue einzulassen, weil hier hast du den Schlüssel zum Erfolg. Also wer auch immer das hier ist. Vielleicht auch dann neuer Freundeskreis zum Beispiel. Ja, weil Menschen sind nicht immer in unserem Leben. Manche begleiten uns halt nur abschnittsweise. Manche
sind für immer da, ja. Manche sind nur ein paar Tage, ein paar Wochen. Es ist unterschiedlich, ja. Es ist immer ein stetiger Wechsel drinnen. Und wie gesagt, manche bleiben für immer und manche müssen einfach aus unserem Leben auch wieder gehen. Aber hier haben wir tatsächlich jemanden, den du nicht mehr in dein Leben lassen solltest. Ich meine, es obliegt ja jedem, ne, selber, wie er was entscheidet. Aber hier haben wir schon einen sehr deutlichen Hinweis. So, wir haben hier, schau mal, die Sense, ne? Plötzlich. Und den Sarg. Hier wird plötzlich was transformiert. Hier wird auch sehr plötzlich ein Stillstand, eine Stagnation aufgehoben. Das heißt, hier haben wir also wirklich diese komplette, diese komplette Transformation oder auch wirklich so, ja, so ein Ende, wo du reinhaust, ne? Wie die schwebenden Kleider. Du streifst jetzt hier wirklich sehr schnell etwas ab, ja, fürs Feierabend hier, ne? Weil du einfach hier auch keine Lust mehr hast auf Stress und Sorgen, Kummer und Auseinandersetzungen oder irgendwelche Diskussionen. Ja, das willst du nicht mehr. Und das hattest du da irgendwo. So, dann haben wir hier den Mond. Haben wir schon mal die Gefühle, Wünsche, Träume und Bedürfnisse. Schau mal, und da haben wir den Herzensmenschen. Und der spiegelt sich hier rüber. Und hier haben wir nichts. Das heißt, diese Person, das ist eine separate Person, hier geht es um jemand Neues, also entweder kennst du schon oder nicht. Und hier haben wir jemand Altes. So, und da haben wir den Eremiten. Das heißt, man wird sich also hier im Endeffekt ernst und reiflich überlegen, was man will. Man wird sich auch Gedanken über diesen Mann machen. Ja, das ist auch gut. Also das heißt, du darfst ruhig mal ein bisschen in dich gehen. Ja, und ja, dann haben wir natürlich hier dieses Single-Dasein, das natürlich dann auch beendet wird, weil sich hier Gefühle für diesen Menschen schon entwickeln oder schon entwickelt haben oder entwickeln werden. Und das heißt, dann ist es auch hier so, dass man sagt, ja, diese Ruhephase geht dann auch in die Beendigung, ne? Weil wir haben hier den Bube der Stäbe und das heißt, hier haben wir also eine sehr spannende Sache, die reinkommt, sehr leidenschaftlich, auch hier, ne, leidenschaftlicher Austausch in den Nachrichten, ein Abenteuer, aufregende Vorschläge, Angebote. Ja, also hier ist wirklich alles möglich. Es ist so richtig die Macherenergie, jetzt wieder nach vorne zu gehen und ja, sein großes Glück einzuheimsen, sage ich mal. Oder zumindest sich das zu holen, was einem zusteht. Und da haben wir nämlich noch die 10 der Stäbe drauf. Das heißt, man hat keine Lust mehr auf irgendwelche Belastungen oder wo wieder irgendwas nicht klappen sollte oder, ne? Hier musst du halt natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil man sieht, dass du dir da Gedanken machst über dieses Neue, ne? Ja, könnte das im Endeffekt schon wieder da so landen. Also hier aufpassen, ne? Es ist Bedächtigkeit, bedächtiges Handeln, guck dir das erstmal in Ruhe an. Aber wie gesagt, das ist jemand, der hier Stabilität, Sicherheit, Treue, alles eigentlich hat. Wie gesagt, ich wiederhole mich hier, was du wünschst und geh aus diesen 10 der Stäbe Energie raus, sondern lass dich wirklich auf dieses Abenteuer ein. Wir haben hier das Nebelschwert. Boah, ich habe hier, glaube ich, gefühlt wieder 60 Grad in meinem Büro. Geh behutsamer und achtsamer mit deinem Leben um. Du hetzt von einer Situation zur nächsten, durchbreche diesen Kreislauf. Also wie gesagt, hier kommt jemand Neues rein und schau dir das einfach in Ruhe an. Der läuft nicht weg, ja, sondern das ist jemand, der ist beständig, ja, der ist solide, der wird sich auch die Zeit nehmen für dich. Und wir haben hier den goldenen Mantel, ja, deine Narben werden am Ende dein Ruhm sein. Man wird dich verehren, dich ernst nehmen und mit Geld und Liebe überschütten. Ja, ich sag ja, ne? Also das, was jetzt alles in der Vergangenheit nicht geklappt hat, da kommt also jemand tatsächlich ein, der das zu bieten hat. So, wir haben hier unten noch die Sterne. Das heißt, hier haben wir die Spiritualität auch am Mitwirken. Viel Klarheit und Klärung, die hier reinkommt. Auch wirst du hier sehr viel Klarheit bekommen, welchen Weg du gehst. Ja, wir haben hier zwar noch ein bisschen so die Unsicherheit. Ja, man macht sich hier Gedanken über das Thema Neuanfang. Aber hier haben wir eben, wie gesagt, schon eine Person da, mit der es noch hier Gespräche und Einladungen gibt. Wir haben aber auch hier nochmal die Vergangenheit, die reinkommt, ne? Also hier haben wir im Endeffekt das Neue dabei und wir haben hier wieder das Alte dabei. Und auch das Alte guckt hier in die Einladung und in die Gespräche wieder über den freundschaftlichen Weg. Ja? Also wenn ihr da mal nicht zwei Personen gleichzeitig auftauchen. Ne? Aber wenn man so jetzt schicksalhaft fressen die Mäuse hier das Langgezogene weg und es geht hier ja in die Beendigung von irgendwelchen Verstrickungen. Hier haben wir den Herzensmann mit der positiven Veränderung. Also, ne, auch hier sieht man,
guter Verlauf. Dann haben wir hier die Wege. Ne? Es geht also um eine Entscheidung, die zu treffen ist. Momentan hier noch blockiert, aber man wird hier heilen. Ne? Und auch das, was hier schicksalhaft falsch gelaufen ist, wird auch abheilen, wie man sieht. Ne? Und die Liebe kann hier zu dir kommen. Ne? Wir haben zwar hier noch die Schlange wieder mit dabei, ne? Das heißt, so den einen oder anderen Umweg geht man vielleicht, oder die eine oder andere Komplikation, die man sich wieder durch das Denken macht. Deswegen, also du kannst dich hier schon Gedanken machen, aber bitte verfalle nicht wieder in die 10. Stäbe rein, ne? Dass du sagst, na, das ist ja alles wieder irgendwie, das läuft, wird wieder genauso laufen und es wird wieder irgendwo irgendwas sein, was sowieso nicht erfüllbar ist und hinterher werde ich eh wieder allein sein. Also da ein bisschen aufpassen, aber wir haben hier auch wieder das große Glück und die Stabilität. Ne? So, dann haben wir hier den Baum. Da geht es um ein gesundes Wachstum, um ein Vorankommen, um ja, Neubeginn. Und wir haben hier auch mit Sicherheit. Ne, wirst du hier eine Lernaufgabe abschließen? Ja, durch die Kommunikation wird sich ja einiges verändern, die reinkommt. Wir haben auch hier nochmal Ordnung und Struktur und Klärung auf der Herzebene. Ne, und alles kann hier ins Fließen kommen. Und ja, wie man hier sieht, ne, Selbstwert, Selbstbewusstsein, ganz wichtig. Geh nochmal in die innere Einkehr, schau, dass du im Ausgleich bist und dann beende hier alles. Also wir haben hier eigentlich wieder Sense und Sarg. Das heißt, es wird also wirklich hier zu einem spontanen Abschluss kommen und die Klarheit wird reinkommen. Also du wirst hier wirklich, etwas wirst du tatsächlich komplett beenden und etwas Neues kann rein. Und was ich super finde, ist, dass wir hier im Unterdeck das Ass der Schwerter haben. Das heißt, hier wirst du sehr kluge Entscheidungen treffen. Sehr schöne Lösungen finden, ja, wichtige Erkenntnisse werden auch nochmal reinkommen. Also im Endeffekt genauso wie mit den Sternen, die Klärung, ne? Also hier werden alle Schwierigkeiten beseitigt und da haben wir den König der Schwerter und da haben wir den König, ne? Der also hier auftritt, das ist ein sehr unabhängiger Mann, ein sehr klarer Mann, ja, der ist auch hier gut in der Kommunikation, könntest du hier vielleicht mit einem Luftzeichen zu tun haben, muss nicht, kann, ne, und dieses 9 der Schwerter, also dieses Traurige und dieses 7 der Schwerter, das lässt man einfach hinter sich, ja, da haben wir nochmal die Nostalgiekarte, das heißt, ja, da kommen zwar nochmal Erinnerungen rauf, aber im Endeffekt haben wir hier die 6 der Münzen, das heißt, es wird hier ein Geben und Nehmen geben, es wird hier eine Ausgewogenheit geben, passt auch sehr schön zum Wochenimpuls, den findet ihr auf Instagram, lest euch den mal durch, den fand ich auch wieder sensationell und passt auch hier sehr gut in diese Legung rein, ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, was hier, wer oder was hier auftaucht. Ne? Es kann natürlich auch eine Situation sein. Wie gesagt, ihr müsst es ummünzen auf euer eigenes. Aber hier hast du jemanden Neues, der reinkommt oder vielleicht schon da ist. Vielleicht bist du auch mit dem schon in einer Verbindung. Und hier taucht definitiv nochmal was Altes auf, wo man dich prüfen wird. Genau so ist es. Also irgend so ein alter Gefährte oder Gefährtin, wo du nochmal auf die Probe gestellt wirst, ob man sagt, braucht man das oder braucht man das nicht? Oder gehst du tatsächlich, willst du in dein Glück gehen? Na, so ist es. Ja, eine etwas längere Short Message, aber man sieht hier wieder sehr interessante Botschaften. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback, teilt mir das gerne mal mit. Und ja, wir hören uns dann mit der nächsten Legung. Ich drücke euch, bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.